Trotz Umsatz plus erwartet die Chemiebranche in diesem Jahr sinkende Gewinne. Bei der Jahrespressekonferenz der Chemieverbände Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen gab Hauptgeschäftsführer Bernd Vogler eine Umsatzsteigerung von 1,5% auf 22,5 Milliarden Euro bekannt. Wir haben noch positive Kennziffern in der Chemie, aber die Stimmung ist gekippt. Im Mai war die Stimmung noch sehr, sehr zuversichtlich. Das ist jetzt nicht mehr so. Bei 70% unserer Unternehmen gehen die Gewinne zurück. Und das ist ein Punkt, der die Stimmung natürlich ins Negative drehen lässt. Das Hauptproblem in der Chemieindustrie, die Gewinne schrumpfen, auch wegen der steigenden Kosten für Rohstoffe und Energie. Zudem wächst die Verunsicherung wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China und den unklaren Folgen des Brexits. Zurzeit ist die Produktion rückläufig. Ab August sehen wir einen ganz starken Einbruch bei der Produktion. Produktion ist gedrosselt wegen dem Rhein, das ist ein Grund. Aber auch die Konjunktur weltweit, die ist gedämpft, die ist stark zurückgegangen. Und das spüren wir ganz deutlich momentan. Ein in diesem Ausmaß neues Problem ist das Niedrigwasser des Rheins. Belastbare Zahlen, wie stark der beeinträchtigte Schiffsverkehr für Produktionsrückgänge verantwortlich ist, gibt es noch nicht. Tatsache ist aber, für die fehlenden Transportkapazitäten gibt es auf Bahnstrecken zu wenig Alternativen. Wir sehen ja momentan bei uns vor der Haustür, was das für Folgen hat, wenn der Rhein Niedrigwasser führt. Der Rhein ist genauso eine Lebensader für die Chemie wie Güterverkehrstrassen. Und gerade im Güterverkehr ist es ganz im Argen, was da alles durchs Mittelrheintal an Produkten fährt. Das ist deutlich zu wenig. Da fehlt die Kapazität. Die müssten wir an anderer Stelle aufbauen. Wir bräuchten ganz dringend eine Alternativtrasse. Die ist nur leider von der Planung her gar nicht in Sicht. Die Chemieverbände Rheinland-Pfalz fordern nicht nur deshalb von der Bundesregierung eine industriepolitische Perspektive. Ausbau der Verkehrswege, neue Mobilfunklizenzen, steuerliche Forschungsförderung. Aber Fakt ist auch, bei uns gehen die Gewinne zurück. Aber in Berlin ist das große Umverteilen ausgebrochen. Da wird Geld verteilt, was man anderswo nicht verdient. Was wir uns wünschen würden in der jetzigen Situation, wo die Konjunktur auch zurückgeht, das wäre ein Impuls aus Berlin, ein industriepolitischer Impuls, beispielsweise durch eine steuerliche Forschungsförderung. Etwa die Hälfte der befragten Chemieunternehmen in Rheinland-Pfalz erwartet auch im kommenden Jahr sinkende Erträge.